Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dekom. Ich bin Joshua und das ist Jona und wir beide sind die Moderatoren der heutigen Folge. Servus. Wir haben heute drei Bänder aus dem Hause Spider-Man dabei, also aus dem Hause Marvel. Und der Jona wird jetzt erstmal anfangen und den ersten Band für euch vorstellen. Ich musste gerade kurz überlegen, ob ich überhaupt dran war, aber dann ist es mir eingefallen. Ja, ich habe heute den Band Spider-Verse, neue Geschichten aus dem Multiversum am Start. Und dazu muss man sagen, diese Spider-Verse-Geschichten sind ja meistens irgendwelche Alternativgeschichten aus anderen Universen. Und genauso hier. Wir haben hier mehrere Geschichten aus eben besagten alternativen Universen. Und ich stelle euch jetzt einfach mal die erste Story so ein bisschen vor. Denn diese geht so ein bisschen zurück in die Jura-Zeit. Die Jura-Zeit hat jetzt nichts mit dem Gericht zu tun, sondern ist eine Zeitalterbezeichnung der Menschheits- und Weltgeschichte. Und in dem Fall geht es da um die Dinosaurier. Und in dem Fall haben wir den Dinosaurier Petarca oder so. Es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, weil einfach ein T eingebaut wurde und dann ein E fehlt. Und ja, dieser T-Rex, Spider-Rex, bekam seine Spinnenkräfte durch einen Meteoriten und wurde dann halt zu Spider-Rex. Und mit seinen Netzen, die er halt auf einmal verschicken kann, bekämpft er sozusagen Böse, die seine Familie und seinen Freunden schaden wollen. Und ja, dass er so viel Macht in dieser Zeit auf sich zieht, das lockt auch Jäger auf ihn. Und zwar Cravertooth, dieser jagt ihn nämlich in dieser Geschichte und will ihn hervorlocken, indem er seinen Onkel, der in dem Fall Beten und Tante May, heißt auf einmal nur noch Tante May normal, halt sozusagen irgendwie bedroht. Und ja, und das lockt ihn halt auch hervor und in einem Kampf stürzen die beiden von einer Klippe und landen in einer Pfütze vor Symbionten. Und da geht es tatsächlich darum, dass er sich einem neuen Gegner gegenübersteht, in dem Fall einem ähnlichen T-Rex wie Venom, dann in dem Fall mit dem Symbionten überdeckt. Und wie das Ganze ausgeht, das erfahrt ihr eben in dieser Geschichte. Es gibt aber auch noch andere Geschichten. Ich meine, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass Spider-Man auf einmal ein T-Rex ist, gut, aber das kann man machen, ist auch mal ganz interessant so zu erfahren. Das haben wir unter anderem den Autoren David Bettencourt und Sander Cannon zu verdanken. Es waren aber auch noch viel mehrere am Start, weil ja eben auch es mehrere Stories gibt. Zu den Zeichnern gehören Pierre Perez und Humberto Ramos und halt noch viele weitere, die ich ebenfalls nicht nenne, aufgrund von Zeitgründen. Ja, der Band hat 140 Seiten und kostet 17 Euro. Ja, dann kommen wir jetzt zu einem Panini Kids Band, also wieder für die jüngeren Leserinnen und Leser des Hause Paninis. Und zwar Spider-Man, die mächtigsten Freunde der Welt. Und da geht es vor allem darum, dass unser junger Spidey, wie er von seinen Freunden genannt wird, seine Stadt New York voll im Blick hat und da auch drüber wacht und aufpasst, dass dort alles im Lot bleibt. Also die jungen Leser, die erleben praktisch so den Alltag von einem jungen Helden. Dort treten dann auch Bösewichte wie Mr. Negative und Reno auf, die halt dem ganzen Alltag eines Superhelden halt auch ausmachen, weil was wäre ein Superheld ohne Bösewichte in dem Sinne. Und unser Spidey ist manchmal auch ein bisschen überfordert mit der Situation, also auch ganz gut. Die Kinder werden an das Thema herangeführt, dass es in Ordnung ist, auch mal zu sagen, ey, es ist mir gerade zu viel, ich könnte vielleicht auch mal Hilfe gebrauchen. Und unser Spidey sucht sich dann Hilfe bei anderen Superheldenkollegen wie dem jungen Iron Man oder Shang-Chi, der auch mitmacht. Ist auch im Cover abgebildet, die drei. Und generell kann man sagen, es ist ein spannender Tag mit Spidey, also für die jungen Leser ganz gut gemacht. Ich würde sagen, das ist aber auch wirklich nur für junge Leser und Leserinnen geeignet ist, weil es schon sehr stark auf Kinder fokussiert ist. Genau, das haben wir dem Autoren Steve Fox zu verdanken, der zusammen mit dem Zeichner, Claudio Scarone und Mario del Penino dieses Werk geschaffen hat. Im etwas größeren Format als ein klassischer Comic. 68 Seiten, 9,99 Euro, Panini Kids, jetzt erhältlich. Ja, und wir kommen jetzt direkt zum dritten Band dieser Folge. Es dreht sich aktuell alles um Spider-Man oder Venom. Und in dem Fall habe ich wieder sowas wie Spider-Verse, in dem Fall das Extreme Venom-Verse Symbiose im Multiversum. Den Band halte ich in den Händen.
Und in dem Band geht es vor allem darum, um verschiedene Geschichten, weil Venom, beziehungsweise der Symbiont, der ja dann mit einer Person zu Venom fusioniert, sozusagen ja schon sehr viele Menschen befallen hat. Unter anderem Peter Parker, Eddie Brooke, Flash Thompson, Dylan und Anne Wayne. Oder Wiying. Auf jeden Fall, die alle waren schon mal irgendwie Venom oder Symbiose mit dem Mutanten, mit dem Symbionten eingegangen. Und das soll in diesem Band thematisiert werden. Es handelt sich dabei nämlich um ein Sammelband mit 16 verschiedenen Geschichten. Und das hatte ich ja gerade auch schon wieder mit vielen Geschichten. Und deshalb stelle ich euch wieder nur die erste Story vor. Und die startet direkt mit einem wahren Crash, nämlich mit dem Tod von Peter Parker. Dieser ist nämlich aktuell mit Venom verbunden und will sich eigentlich von ihm trennen. Und das will der Symbiont halt nicht. Und deshalb muss er das Ganze erzwingen und das macht er durch Lautstärke. Er geht nämlich auf einen Glockenturm und durch den Lärm, die diese Glocken erzielen, erzielt er auch gleichzeitig, dass eine zwanghafte Trennung durchgeführt wird. Das Problem ist, dieser Prozess ist halt sehr, sehr kräftezehrend und dabei stirbt er einfach. Und das Problem ist, Venom hat durch diese Symbiose einige Eigenschaften seines Wirtes erlangt und in dem Fall Gefühle. Er hat nämlich auf einmal Schuldgefühle und will eigentlich den Tod von Peter Parker rückgängig machen. Und in dem Band geht es dann halt in der Story darum, wie er das anstellt oder wie er das überhaupt versucht. Er sucht sich da Hilfe und ob es ihm gelingt, das erfahrt ihr eben in diesem Band. Und ihr habt dann halt noch 15 weitere Stories, die ganz cool sind. Und deshalb haben wir auch sehr viele Autoren und Zeichner. Deshalb nenne ich jetzt nicht alle. Als Zeichner hätten wir zum Beispiel Mirka Andolfo, John Bloom und Earl Ewing. Dann hätten wir als Zeichner Brian Crosby, Paul Davidson, Ken Lashley und noch viele mehr. Ja, der Band hat es dann auf 172 Seiten geschafft und kostet 20 €. Ja, und das war's auch schon mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen, lesen oder hören wollt, dann schaut doch einfach mal bei dicko.de vorbei mit Doppel-K und Doppel-P. Ansonsten würde ich sagen, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, lasst gerne ein Like da, abonniert unsere Kanäle, aktiviert die Glocke und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit einen Kommentar über das Kommentarfeld oder auch an die E-Mail-Adresse info@dicko.de zukommen lassen, ebenfalls mit Doppel-K und Doppel-P. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.